Ja, hallo. In der heutigen Losung heißt es ja, wir sollen ein neues Lied singen. Ein neues Lied? Nun, das ist gar nicht so einfach. Obwohl Möglichkeiten eigentlich unbegrenzt sind, wenn man so Melodien im Kopf hat. Also mir geht das so zumindest, dass ich ganz spontan irgendeine Melodie habe und dann nehme ich dieses kleine Ding hier, weil mit der Gitarre unterwegs zu sein, ist es nicht immer so einfach, und spiele dann einfach. Und dann auch einfach zur Ehre des Herrn. Und so heißt es ja auch im heutigen Losungstext, singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde. Jesaja 42 steht das drinnen. Ja, darum geht's ja eigentlich, dass Gottes Ruhm durch das neue Lied, durch das Singen, durch das Spielen proklamiert wird und dass das alles zu seiner Ehre ist. Ich weiß, in der heutigen Zeit und nicht nur in der heutigen Zeit, aber sehr oft ging es darum, dass dass Menschen irgendwo im Mittelpunkt standen, weil sie eine fantastische Stimme hatten und eine unwahrscheinliche Ausstrahlung und es geschafft haben, da das Publikum in Verzückung zu setzen mit diesem Talent. Und in vielen Fällen ist da kaum gedacht worden, ja, das ist eigentlich eine Gabe Gottes. Und Gaben Gottes sind ja primär, also das ist nach meiner Erkenntnis, dazu da, dass der Geber dieser Gaben dadurch verherrlicht wird. Welche Gaben hat Gott dir gegeben? Überlege mal. Und noch eine Überlegung, wird dadurch auch der Herr, dein Schöpfer, verherrlicht? Das ist vielleicht eine Herausforderung, dass mit den verschiedensten Gaben, und die Schrift sagt uns ja, dass es mancherlei Gaben gibt und dass der Herr gibt, wie er will. Aber das Ziel dieser Gaben ist und bleibt, auch wenn sie sehr verschieden sind, bleibt immer dasselbe, nämlich dass der Geber dadurch verherrlicht wird. Und darum heißt es ja auch im Lehrtext dann, lasset euch nicht abbringen von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Überall auf der Welt, soweit der Himmel reicht, ist es verkündigt worden. Ja, wir sollen uns nicht abbringen lassen von dieser allergrößten Gabe, nämlich Gottes Gabe, das Evangelium von Jesus Christus. Und diese Gabe ist ja letzten Endes Jesus selbst, der sich hingegeben hat, damit wir Menschen, wenn wir das Zeitliche hier auf Erden abgeben oder ja verlassen, dass wir dann nicht in der ewigen Trennung oder Verdammnis landen, wie es laut unserem Befinden der Fall wäre, sondern wenn wir diese Gabe Gottes, Jesus Christus, erkennen und annehmen, wir werden dann gerettet. Und das ist es, was eigentlich auch unser Auftrag ist. Und nach wie vor soll das auch unsere Botschaft sein. Vielleicht gibt dir der Herr auch heute wieder eine Gelegenheit, davon zu reden, es zu bezeugen und irgendeinem anderen Menschen auf dem Weg in diese Herrlichkeit zu ebnen. Ich wünsche dir auch heute wieder einen guten und einen erfreulichen Tag. Der Herr ist immer bei uns, das hat er ja versprochen. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich.
lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Geist des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich, komm erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart, komm erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Geist des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich, komm erfülle mich.